Sollte es zumindest. Schon lange nicht mehr gemacht. Aber die Kamera läuft. Action! Hallo, meine Hübschen. Ja, lang ist es dann wieder ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ja, es ist. Was ist denn heute? Dienstag? Der. Heute ist der 10.11.? Ich dachte, heute wäre der 6. Nein, okay, also heute ist Dienstag, der 10.11. Es ist morgens 8.38 Uhr. Ich darf heute etwas später zur Arbeit kommen, beziehungsweise bin ich gleich dann beruflich unterwegs. Ich muss zur Kaststätte. Ich soll einkaufen. Meine Haare habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, also lang ist es her. Über Facebook, die Leute wissen ja, dass einiges passiert. Einiges. Dass etwas bei mir passiert ist. Es ist wirklich nicht viel passiert. Ich habe nur den Arbeitgeber gewechselt, beziehungsweise völlig den Job gewechselt. Und es gab ja nun auch schon öfters die Bitte, ob ich nicht mal darüber sprechen kann, was ich denn jetzt eigentlich mache. Und ich dachte eigentlich, das wäre klar. Aber anscheinend ist es doch nicht klar. Dabei habe ich es eigentlich so vom Gefühl her überall, außer auf YouTube, mitgeteilt, was ich jetzt mache. Wir haben hier immer noch dieselben Probleme. Ich wohne immer noch in diesem Haus hier. So, jetzt. Wahrscheinlich hört er mich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, der Nachbar hört mich, wenn er seine Tür auf- oder zuschließt, wenn er da im Treppenhaus rumspukt. Also wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich hätte das irgendwie außer auf YouTube überall mitgeteilt, was ich mache. War so mein Gefühl, kann auch sein, dass das nicht stimmt. Schon viel besser. Ich weiß, ihr mögt mich, aber ihr müsst mir nicht so auf die Bälle rücken, ein bisschen Abstand. Wobei es jetzt halt geht, es so pickeltechnisch ist, zurzeit alles im grünen Bereich. Es ist heute verdammt windig draußen hier in Berlin. Grau in Grau und absolut stürmisch. Also windig, stürmisch ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es ist windig. Nun gut, also fangen wir doch damit mal an. Ich bin nicht mehr als Krankenschwester tätig, ich arbeite nicht mehr in der ambulanten Pflege. Ich bin auch nicht in die Stationäre gegangen, sondern ich habe erstmal mein Krankenschwesterleben zur Seite gepackt und mich an was ganz anderem versucht oder versuche mich gerade immer noch an irgendwas ganz anderem. Gestern hat jemand zu mir gesagt, ach, man ist schon ziemlich, die Leute sind doch ziemlich blöd, wenn man heutzutage einen festen Job, ein festes Arbeitsverhältnis aufgibt. Vielleicht, keine Ahnung, ich war jetzt in dem Laden 10,5 Jahre. Und die letzten 2 Jahre waren nicht mehr schön. Wir sind mit der Firma aufgekauft worden von einem anderen Träger, keine Ahnung, irgendwas. Irgend so ein Kirchenzeug. Und ab da fing es eigentlich an, unchristlich zu werden. Man hat gedacht, es wäre vorher schon nicht alles so ganz gerecht und fair gewesen, aber dann ging es steil bergab. Also die letzten 2 Jahre mussten wir Mitarbeiter schon uns einiges sagen lassen und uns mies behandeln lassen. Also ein Freund von mir, den ich halt war, ist halt ein Arbeitskollege gewesen und nach all den Jahren, der arbeitete schon seit 19 Jahren da und nach all den Jahren ist dann doch eine Freundschaft entstanden und wir haben auch bis heute noch super guten Kontakt, sehen uns ziemlich oft regelmäßig und da haben sie es auch geschafft, dass er nach 19 Jahren gegangen ist aufgrund von Mobbing. Und es war es wirklich, auch wenn sie es natürlich bis heute abstreiten und sagen, sie haben überhaupt niemanden gemobbt. Es war reinste Schikane, es war ein Spießrutenlaufen für ihn. Und mich persönlich haben sie nicht so behandelt, zum Glück. Aber für mich wurden die Arbeitsbedingungen einfach immer mieser, immer schlechter. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe in der ambulanten Pflege bei dem Arbeitgeber, wo ich gearbeitet habe, für eine Teilzeitstelle gutes Geld verdient. Muss ich wirklich sagen. Ich habe mich nie beschwert. Also ich meine, was ist gutes Geld? Für eine Krankenschwester in der ambulanten Pflege, das ist sowieso schon mal ein Minuspunkt, und dann auch noch in Teilzeit, ist noch viel mehr Minuspunkte, habe ich gut verdient. Wenn ich natürlich Vollzeit gearbeitet hätte, dann hätte ich natürlich noch mehr verdient.
Aber so würde ich sagen, für eine Krankenschwester in der ambulanten Pflege, und ich war ja schon mal im ambulanten Dienst tätig vorher, nach meiner Ausbildung in einer anderen ambulanten Pflege, da habe ich 900 € als Vollzeitschwester verdient. Und jetzt habe ich also wesentlich mehr für eine Teilzeitstelle bekommen. Okay, aber dann wurde es halt unchristlich und wisst ihr, ich war immer so eine Krankenschwester, die wirklich ihre Patienten gemocht hat. Gewisse Leute habe ich auch gehasst. Manche fehlen mir auch gar nicht. Aber wenn es dann so anfängt, ich habe zum Beispiel einer Patientin immer die Post aus dem Briefkasten, beziehungsweise die Zeitung, die so aus dem Briefkasten unten rausguckte, habe ich immer aus dem Briefkasten rausgenommen und habe es ihr hoch in den dritten Stock gebracht, weil die Dame nun mal mit 92 nicht in den Treppenhundert gehen kann, nicht? Also ich wäre ja auch. Also habe ich ihr die Zeitung immer hochgebracht. Und irgendwann kam dann, haben die das im Büro mitgekriegt, und irgendwann kam dann die Ansage in der Dienstbesprechung, dass wir das nicht mehr machen dürfen. Also wir dürfen das schon machen, aber wenn wir doch schon so nett sind und die Zeitung von unten hoch in den dritten Stock bringen, dann sollen wir doch bitte einen kleinen Einkauf dafür berechnen. Und dieser würde dann, glaube ich, 15 € oder so kosten, dafür, dass ich der Dame die Zeitung hochbringe. Ich habe es weiterhin gemacht, habe es nie aufgeschrieben und ich habe nie wieder ein Wort darüber verloren und auch kein anderer. Ich weiß nicht, ob meine anderen Kollegen es gemacht haben oder nicht. Ich habe ihr weiterhin die Zeitung umsonst hochgebracht. Nein, aber so eine Sache, ne? Dann werden halt neue Preise aufgestellt, dann gibt es neue Regelungen, dann kostet auf einmal das Jalousie hoch oder runterlassen, kostet Geld. Und dann habe ich mir gedacht, so, die alten Leute haben kaum Geld, die kriegen kaum Rente. Die kriegen zum Teil wirklich noch viel mehr Rente, als wir sie alle zusammenkriegen werden später, aber. Alter, was macht denn der? Ja, tschüss. Geh. Aber geh mit Gott. Und wenn, dann sehen wir uns bald wieder, wenn du nicht gegangen bist mit Gott. Ja, und Alter, der regt mich wirklich auf, dieser Zipfelbart. Der schleicht auch immer so. Man hört gar nicht, wann der die Tür auf oder zu macht. Man hört nur auf einmal Schlüsselgeklimper. Man hört ihn noch nicht die Treppen hochgehen. Und Siguzi, Veri können bestätigen, wer hier schon mal bei mir war, Karin etc. Man hört jemanden die Treppen hochgehen, weil es wahnsinnig knarrt im Treppenhaus, die Treppen. Aber nun gut. Zurück zum Thema. Also auf jeden Fall wurden die Arbeitsbedingungen so scheiße für mich persönlich, dass ich damit nicht mehr umgehen konnte. Und dann auch dieses ganze Wochenende und Steffi, willst du Weihnachten oder Silvester arbeiten? Ich will überhaupt gar nichts von beidem arbeiten. Ich will zu Hause bleiben. Welches Wochenende arbeitest du? Steffi, kannst du nächstes Wochenende arbeiten? Ja, aber ich will nicht. Ich will nicht am Wochenende arbeiten. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin seit 15 Jahren Krankenschwester. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte Weihnachten feiern wie alle anderen. Ich möchte auch mich Silvester bevor ich zur Feier gehe, mich hübsch machen, mich schminken, mich schick machen und dann auf eine Silvesterparty gehen und nicht nach dem Spätdienst mich schnell auf der Firma, in der Firma irgendwie schnell umziehen, nochmal ein bisschen Puder drüber, ein bisschen Glitzer in die Haare sprühen und dann zur Feier gehen und völlig abgehetzt und genervt und verschwitzt sein. Mehr will ich doch gar nicht. Naja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann habe ich ein Angebot bekommen von jemandem und dann habe ich gedacht, okay, komm Steffi, versuch's mal. Versuch's. In die Pflege zurück kann man immer. Ja, ich kann immer wieder, wenn ich möchte, in die ambulante Pflege, wenn ich möchte. Kann ich immer wieder machen. Kann ich immer wieder machen, ja. Von daher, meine Krankenschwestern werden gesucht wie sonst was. Von daher habe ich nicht die Angst, aber das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen neuen Job. Und zwar arbeite ich beim Bestatter. Also habe ich vorher die Omis gepflegt, bringe ich sie jetzt unter die Erde. Ehrlich. Mein voller Ernst. Aber ja, wie gesagt, das mache ich ja nun erst seit 8 Wochen. Na, am 14. Ja, am 14. sind es 8 Wochen. Und es ist
für mich noch völlig ungewohnt. Es ist völlig ungewohnt, dass ich jedes Wochenende frei habe. Ich habe jetzt Weihnachten frei und die Feiertage und ich habe Silvester und Neujahr frei. Ohne Probleme. Ich muss mit keinem darüber diskutieren. Das sind natürlich die schönen Seiten dieses Berufs. Und die schlechten und die schweren Seiten für mich, die tun mir alle so furchtbar leid. Und ich kann irgendwie das nicht. Ich kann nicht mit denen reden. Ich schaffe das irgendwie noch nicht. Ich bin da total. Da schnürt sich mir die Kehle zu. Also ich habe gedacht, ich könnte das einfacher, so gerade so Kundengespräche führen, wenn halt jemand reinkommt und sagt, meine Mutter ist gestorben. Dann habe ich gedacht, dass ich das irgendwie besser hinkriege. Ich habe es bis jetzt noch nicht mal versucht, aber schon allein die Tür aufzumachen, stellt sich mir die Frage, wie begrüße ich jemanden? Weil eigentlich muss ich ja davon ausgehen, dass derjenige, der jetzt da klingelt und zu mir kommt, ein Trauerfall hat in der Familie. Und guten Tag ist dann vielleicht ein bisschen blöd, oder? Also, aber wie gesagt, ich werde ja noch eingearbeitet und wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich kann nicht sagen, juhu, und ich kann aber auch nicht sagen, oh, so ein Scheiß. Also ich stehe schon morgens ohne Probleme auf und gehe zur Arbeit und ich mache da auch, soweit ich machen kann, mache ich ja auch und so. Aber es ist noch so, ich habe nie was anderes in meinem Leben gemacht als Krankenschwester. Nie. Und jetzt mache ich was völlig anderes. Und ich zweifle ganz oft und denke, kann ich das überhaupt? Bin ich die Richtige dafür? Werde ich das überhaupt jemals verstehen, was ich alles verstehen muss? Werde ich jemals unterscheiden können, was wie ein Pappelsarg und wie ein, weiß ich, was Eiche rustikal aussieht? So in etwa. Weiß ich, wie ein Kirschschwarmler Sarg aussieht oder was jetzt die Sonne, Mond und Sternenurne kostet? Werde ich diese ganzen 500.000, 300 Millionen Preise jemals in meinen Schädel kriegen? Natürlich gibt es Preislisten, aber das ist wieder auch nicht das, was ich will. Ich will nicht mit Preislisten da sitzen, wenn Leute kommen. Also, ich weiß es nicht. Also, es ist noch alles neu, es sind 8 Wochen. Es ist, wow. Irgendwie ist es auch interessant. Also ich meine, das ist schon, und man lernt auch wirklich vieles fürs eigene Leben. Also so wissenstechnisch, ich meine, nach 15 Jahren Krankenschwester, 10 Jahre in Leben in der Firma, 8 Jahre lang im Dauerspätdienst mit meiner Tour, da war nicht viel geistige Anstrengung dahinter. Also das war so, wie gesagt, welches Hörbuch höre ich heute im Auto? Welches Hörspiel höre ich heute? Ach ja, lädst du dir das mal runter? Und ach ja, kaufst du dir mal das? Und welche Musik hörst du denn heute im Auto? Worauf hast du Lust? Ich hätte gar nicht mehr gucken müssen. Ich hätte blind die Tour fahren können. Also ich meine, ich wusste, wo ich abbiegen muss, an welcher Ampel ich halten muss, wo ich parke. Ich wusste, wo ich hin muss. Das war alles so. Okay. Steffi, du hast einen neuen Patienten. Okay. Dann hat man noch mal so kurz überlegt, so, oh, vielleicht ist das ja mal was, mal gucken, wie der ist. Und dann gehst du da in die Wohnung rein und das ist ja genauso wie alle anderen auch. Und dann denkst du auch, okay, noch ein süßer Opi. Aber so wirklich gefordert hat es einen nicht. Kann ich nicht sagen. Und jetzt ist das natürlich anders. Ich muss mit Standesämtern telefonieren. Mit Friedhöfen muss ich telefonieren, mit Pfarrern, mit Rednern, mit Gemeinden. Das ist schon ein bisschen mal anders und ich muss wissen, wie welche Grabstellen heißen, wo was beinhaltet ist und so weiter und so fort. Also das ist schon ein bisschen, ja. So viel dazu. Also von der Krankenschwester zum Bestatter. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt. 8 Wochen erst, ich kann noch nicht groß sagen, juhu. Und ich sage aber auch nicht, es ist gerade noch so, mache ich halt. Mache ich halt und wenn nicht, dann gehe ich halt. Entweder kommt Plan B oder ich muss Plan C in Angriff nehmen und wieder zurück in die Pflege. Mehr bleibt mir nicht. Und dann ist die Frage, wieder ambulant oder doch stationär? Und wenn stationär, dann muss ich Nachtdienst machen.
habe ich da Bock drauf? Dann habe ich wieder Wochenenden nie frei, dann habe ich Feiertage wieder nie frei. Also es ist so, ich hätte gerne einen Job, wo ich Wochenende frei habe und Feiertage. Ganz im Ernst, wenn das Geld nicht so beschissen wäre, würde ich mich auch in die Kasse setzen, wenn man nicht so scheiß Geld verdienen würde. Das wäre für mich mittlerweile überhaupt gar kein Problem mehr. Okay, dann gibt es verkaufsoffene Sonntage und ich hätte samstags bis 18 Uhr oder bis 20 Uhr offen, hätte aber sonntags frei. Und die Feiertage, okay, ich müsste Weihnachten zwar arbeiten bis, aber ich hätte frei. Ich hätte 1. Januar frei, auch wenn ich natürlich am 31. bis 14 Uhr arbeiten muss, ja, oder so. Versteht ihr? Das ist irgendwie anders. Das würde ich auch nur machen. Aber da verdient man leider nicht so gut Geld, ne? Wobei ich eigentlich gar nicht weiß, wie viel Geld man verdient, weil ich mir denke, vielleicht verdiene ich ja genauso viel wie eine Kassiererin. Dann kann ich mich auch in die Kasse setzen. Dann werde ich vielleicht irgendwann Filialleiterin irgendwo von einem Mac-Store oder so. Ja, nein. Also wie gesagt, ich bin gerade so in einer beruflichen Selbstfindungsphase. Ich mache alles, Hauptsache ich kriege Geld. Ja. Ich habe mir die Haare das erste Mal selber gefärbt, weil ich kein Geld mehr habe für den Friseur. Nein, mittlerweile nimmt sie dann beim Friseur Langhaarfärben. Dabei sind die noch gar nicht so lang, finde ich. Das sieht nur. Ist das nicht länger als im letzten Video, oder? Das ist ja jetzt auch sowieso die Länge hier, wo es sowieso dauert, ehe man sieht, dass sie lang sind. Das kommt ja erstmal so. Naja. Und dann nimmt sie zum Färben 120 Euro für die Strähnchen. Nein. Und da habe ich mir gedacht, oh, scheiß drauf, habe Veri und Sigucci nochmal um Rat gefragt und dann habe ich mir die Haare selber gefärbt. Ist auch gar nicht so doof geworden, weil das sieht sogar aus, als hätte ich Strähnchen. Also ich meine, ich habe ja bis hierhin auch Strähnchen gehabt, aber der Rest war ja dann schon Ansatz. Aber das sieht jetzt trotzdem aus, als wenn ich Strähnchen hätte. Und das ist übrigens eine Farbe gewesen von Olia. Und ich fand Olia sehr gut. Olia hat nicht gerochen. Und fand ich toll. Ich fand die Handschuhe cool und die Spülung, die Kur, die danach drin ist. Hammer. Die hat sogar für zweimal gereicht. Die war richtig toll und das war die Farbe. Hellblond? Ich glaube, es gab Hellblond und es gab Super Hellblond oder so. Und dann hatte ich Hellblond. Jo. Ich habe sie auch aufs komplette Haar gemacht. Ich weiß, man soll es nicht machen. Aber fürs erste Mal habe ich es gemacht, weil ich wollte, dass das dann schon irgendwie einheitlich aussieht. Ne? Jo, die fand ich ganz gut, die Farbe hat mir gefallen. Also auch so vom Anrühren und Auftragen und wieder geruchsneutral, so gut wie. Das hat mir gefallen. Jo, was gibt's sonst so? Ja, also ich bemühe mich wie immer. Bemühe ich mich mal, das wieder ein bisschen anzupacken. Also ich meine, es ist ja wirklich so, ich schaffe ja nichts mehr. Ich stehe um 6 auf, gehe um 8 los zur Arbeit, komme um 18 Uhr abends wieder nach Hause und gehe um 21 Uhr schlafen. Bums. Ich lese nichts. Ich höre Hörspiele nur zum Einschlafen. Ich schaffe nichts mehr. Ich freue mich. Ach, noch eine Sache. Dadurch, dass ich einmal Spätdienst hatte, habe ich das ja alles nie gucken können. Und jetzt kann ich endlich um 20:15 Uhr all die tollen Sendungen gucken, die ich nie gucken konnte, weil ich immer arbeiten war. Und das habe ich wirklich so einen Wochenplan eigentlich schon. Also warte mal, montags? Montags ist nix. Montags ist der einzige Tag, wo nix ist. Es sei denn, ich habe mal Bock auf Wer wird Millionär? Ansonsten kommt Montag nichts. Dienstags gucke ich Big Brother, die Live-Show. Oder vorher lief die Höhle der Löwen, das habe ich ganz gern geguckt. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas anderes. Das gucke ich aber nicht auf Fox. Dieses Nee-Ding, glaube ich, mit Kretschmer. Das gucke ich nicht. Gab es nicht noch irgendwas dienstags, was ich gerne geguckt habe? Weiß ich nicht mehr. Was war Mittwoch? Mittwoch war, glaube ich, auch nichts mehr. Am Anfang liefen da Sachen und dann sind die alle irgendwann zu Ende. Und dann kommt halt donnerstags The Voice und freitags The Voice. Wobei ich freitags meistens nicht gucken kann, weil freitags ist meistens so der Tag, wo ich dann mal rausgehe. Privat ein bisschen.
Und Samstag gucke ich dann eine Supertalent, da liegt er wieder zu Hause und bleibt da auch. Und Sonntagabend kommt Grill den Hensler. Ich bin ein TV-Victim geworden jetzt. Vorher nie TV geguckt, selten. Ach so, und samstags vormittags gucke ich die Wochenwiederholung von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Damit ich da nichts verpasse. Und ja. Ja, so halt. Also lesen ist immer noch nicht. Ich bin immer noch bei den letzten 200 Seiten von Stephen King, Dr. Sleep. Läuft mal nicht weg. Papier ist geduldig. Dann habe ich mal kurz überlegt, ob ich eins meiner anderen Bücher anfange, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Aber dann dachte ich auch so, nö, keine Lust. Und so, und ansonsten ist hier wirklich nicht viel passiert. Den dritten Teil von Dings haben wir aufgenommen. Von Ein Tag und zwei Leben. Genau. Da haben wir den dritten Teil aufgenommen. Mein Magen knurrt. Ich muss noch was essen. Wie spät ist es jetzt? 9. Na, passt doch alles. Um 10 macht Karstadt auf. Ja, den dritten Teil haben wir aufgenommen. Wo dann Silvester ist. Also wir hatten ja im ersten Teil Nikolaus. Nee, Halloween, Nikolaus, Silvester. Weiter weiß ich gar nicht. Das nächste ist ja auch nicht meine Geschichte. Das nächste Band ist dann wieder der junge Mann. Meine große Liebe in der Geschichte. Und dann bin ich noch mal dran. Aber soweit bin ich noch gar nicht vorbereitet. Das dauert noch. Erstmal ist der andere Herr dran. Aber Teil 3 ist auf jeden Fall aufgenommen, ist im Kasten und wann es rauskommt, erfahre ich ja auch nicht wirklich früher wie ihr. Also von daher, im Panem-Fieber bin ich jetzt. Ich habe eigentlich, Panem Band 1 habe ich gelesen. Panem Band 1, Band 2 habe ich auch gelesen. Wobei gelesen ist ein bisschen übertrieben. Ich habe es überflogen, weil ich fand das ziemlich. Band 3 habe ich gar nicht mehr gelesen. Dann habe ich irgendwann den ersten Teil im Fernsehen mal geguckt und fand den so, ja, geht so, muss ich jetzt nicht, verstehe den Hype nicht um diesen Film. Und dann kam ja Teil 2 raus und die erste Hälfte vom letzten Teil und jetzt kommt ja die zweite Hälfte vom letzten Teil ins Kino und ich denke so, mein Gott, machen die so einen Affenalarm wegen diesem Schundfilm, ja? Und fragt mich nicht, warum. Sage ich zu Veri letzte Woche, ich habe zurzeit voll Bock auf Jennifer Lawrence. Ich will Panem gucken. Und Veri gleich so, yeah! Die mag ja Panem. Und ich nur so, ey, das geht gar nicht. Warum will ich Panem gucken? Ich kann die Schauspielerin noch nicht mal leiden. Und Veri, doch, ich finde die voll toll, die Schauspielerin. Und ich so, nein, die ist voll blöd. Die guckt die ganze Zeit genauso bescheuert wie Bella Swan in Twilight. Die hat ja immer nur so geguckt. Und Jennifer Lawrence guckt eigentlich auch immer nur. Dann habe ich gesagt, ich mag die nicht. Aber dann habe ich so viel im Fernsehen gesehen, Interviews, wo ich die total sympathisch fand, wo ich so denke, was passiert hier gerade mit mir? Fand ich die voll nett auf einmal und die hat Witze gemacht und ich dachte so, ey, warte mal, das war nicht unser Deal. Ich mag dich nicht. Naja, und dann habe ich zu Veri gesagt, boah, ich habe voll Bock auf Panem und so und ich will es unbedingt gucken und also habe mich aber Amazon Prime wieder angemeldet, damit ich ein paar Filme gucken kann. Streamen oder wie man das dann da nennt, keine Ahnung. Und dann sagt sie, ja, die erste Hälfte vom dritten Teil, die gibt es ja auch schon bei Prime, kann man auch gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, und Veri, wenn du den guckst, den zweiten Teil, sag mir Bescheid, wir gucken den zusammen. Ich sage, ist so gut, ist gut, machen wir. Und dann habe ich Samstag mit Veri zusammen, also sie in Essen, ich in Berlin, den Film geguckt und uns immer Nachrichten oder Sprachnachrichten zwischendurch geschickt, wenn irgendwas war. Und dann so beim letzten Viertel so von dem Film bin ich dann immer ruhiger geworden, weil ich war so fasziniert von dem zweiten Teil. Er war so toll. Warum war denn der erste so kacke? Der war so toll, der zweite Teil. Oh, hab ich gelitten, ey. Oh, und die macht das so toll, die Schauspielerin. Ich finde die aber immer voll toll. Ja, total.
Maria Koschny, ja. Immer sage ich immer wieder, die Tochter meiner Lehrerin vom Sprecherkurs, ja. So toll. Die Stimme passt wie Arsch auf Eimer, wirklich so klasse. Ich fand den zweiten Teil so toll, da habe ich mich so gefreut. Ich hab da dann, wir hatten um 18 Uhr geguckt, um 7:45 irgendwann so in dem Dreh war der Film dann zu Ende. Dann habe ich Supertalent geguckt. Danach habe ich Big Brother geguckt. Und am Sonntag haben wir dann den dritten Teil 3.1 haben wir dann geguckt. Den fand ich auch gut, aber der war mir nicht so, da war ich nicht so fasziniert wie vom zweiten Teil. Aber der war auch in Ordnung, ne? Passte halt so von der Story her. Hat ein phänomenales Ende gehabt. Aber da habe ich auch gedacht, Scheiße, was ist da los bei dem Ende, ja? Boah. Und ja, nun bin ich am Überlegen, ob ich mir den Film demnächst mal im Kino angucke. Wann kommt der raus? Nächste Woche Freitag oder Donnerstag, ne? Dann ist nächstes Wochenende, die Kinos alle voll. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber den würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Ja, bin ich jetzt auf jeden Fall im Panem-Fieber. Aber ich möchte nicht die Bücher lesen, also das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur bei den Filmen bleiben. Ich finde, da sind wirklich die Filme besser geworden als die Bücher. Meine Meinung. Der braucht immer ich. Und der schleicht. Ich kann das überhaupt gar nicht. Also, naja, müssen ja nicht alle so trampeln wie ich. So, ja, nö, sonst gibt es eigentlich weiter nichts. Ich hatte überlegt, ach, siehst du, ich muss noch den einen Nagel lackieren. Ich hatte überlegt gehabt, mal euch meine Essilacke zu zeigen, weil da haben sich doch mittlerweile einige angesammelt. Und ich muss sogar den einen demnächst nachkaufen, den so oft benutzt habe. Und ja, das hatte ich geplant gehabt. Ansonsten würde ich euch bitten, wenn ihr irgendetwas habt, was euch interessiert, sei es kosmetiktechnisch, duftkerzenmäßig oder sonst was, oder halt, wenn euch das mit den Nagellacken interessiert, vielleicht ja kein langes Video. Ich will euch ja nur kurz zeigen, welche ich alle habe, weil da sind ein paar gute und so ein paar schlechte Esslacke dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einige bei, die habe ich gekauft, die habe ich nur einmal benutzt und dann nie wieder. Und der, den ich jetzt neu habe, mit dem bin ich auch nicht zufrieden. Also schreibt mir mal in die Infobox, in die Kommentarbox, ob es überhaupt in die Kommentare. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es irgendwas gibt, was ihr gerne sehen wollt, damit ich so ein bisschen Ideen habe. Irgendwas gab es dann, irgendwas war, was ihr. Ich hatte euch mal ein All-Time-Favorites oder irgendwie sowas Kosmetik-Video angeboten. Ich weiß gar nicht mehr, ich gucke gerade hier unten in der Videoliste, ob ich das überhaupt mal gedreht hatte. Ich hatte irgendein Video mal gedreht. Alter, echt, mir geht der so auf den Puffer, der Vogel. Das ist doch nicht normal, oder? Naja. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Runter die Treppen, hoch die Treppen, rein, raus. Runter die Treppen, hoch die Treppen. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich würde ihn am liebsten mal verfolgen. Weil ich neugierig bin. Also, in die Kommentare mit euren Vorschlägen würde mich interessieren. Und mir fällt nämlich jetzt nichts weiter ein und ich muss noch den Nagel lackieren und dann muss ich zu Karstadt. Bilderrahmen für die Arbeit holen. Genau. Also, ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich habe mich gefreut. Hat richtig gut mit euch mal wieder zu quatschen und wir bleiben in Kontakt. Yes. Bis dann. Wo ist das Pfeilchen und das Knöpfchen? Da. Tschüss!